ich brauche deine Hilfe. Ich habe letzte Woche mit Matthias Dürkel versprochen, ihm eine Vogelkiesbaumhaus zu verteilen. Heute wollen die Leute statt ein paar Blühmückes einen Haufen Chlorell vor der Bude. Und in der Mitte steht schmächtiger Buchsbaum. Und der Matthias, der hat doch keine Zeit. Der ist doch dauernd in Düsseldorf. Landtag, jede Menge Sitzung, jede Menge Sitzung. Und außerdem muss er sich doch hier in Bremsen und alter Haus kümmern, was abgerissen werden soll. Was denkst du denn wohl? Und seine Frau, die hat gesagt, wenn du den Kerl nicht in Ordnung bringst, dann darfst du nächstes Jahr in Bad Driburg nicht schützenkönig werden. Ich hab keine Zeit. Ich hab ein Date mit Benno und Hausaufgaben. Hast du doch schon seit Wochen nicht mehr gemacht. Also erstmal kein Date. Benno, du willst dir mal den Laden schmeißen. Es kommen nur die drei vom Kassenstand. Getränke bringen, abkassieren. Du kannst das doch. Ich bin bald zurück. Neulich musste ich dich auch schon vertreten. Ob Oma vielleicht? Auf gar keinen Fall. Wer hat einen Knall? Das siehst du, gehört und ich brauche schon wieder neue Batterien. Na bitte, es geht nicht. Wasser. Und dann diese Handbewegung. Ich dachte zuerst, das muss ein Bäckerlehrling sein. Ist ein Bäcker etwa auch so cool? Quatsch. Das sieht so aus, als wenn die Teigknetmaschine ausgefallen ist und der Lehrling oder Sänger jetzt selber in die Schüssel. So, ich bin fertig. Wann kommen die Leute vom Stammtisch? Ich hoffe, ich störe nicht. Müssten gleich da sein. Wie sind Sie eigentlich zum Klavierspielen gekommen, Herr Tipptipp? Ja, das ist einfach. Auf dem Klavier, da kannst du noch ein ordentliches Glas Bier ausstellen. Das ging früher nicht. Why? Warum nicht? Da spielte ich Geige. Was bildet die sich ein? Diese freche Göre. Ob Udo das weiß, aber Jenny,